Mein Name ist Ronald de Ruyter. Ich bin Niederländer und mein Vater, Piet de Ruyter, war einer der 500.000 niederländischen Männer, die während des Zweiten Weltkriegs im Rahmen des Arbeitseinsatzes gezwungen wurden, in Deutschland zu arbeiten. Mein Vater arbeitete in einer Akkufabrik der Firma Quant in Hannover. Ab 1943, einem Monat vor seinem 19. Geburtstag, hat er ohne Unterbrechung bis zum Kriegsende und seiner Befreiung da gearbeitet. Wir wissen ganz viel von seiner Zeit in Hannover, weil er jeden Tag Tagebuch geführt hat. Dieses Tagebuch haben wir in 2016 als Buch veröffentlicht. Dieses Jahr feiern wir 75 Jahre Kriegsende. Wie war denn für ihn das Ende des Kriegs und wie hat er damals die Befreiung erlebt? Er schreibt darüber in seinem Tagebuch. Am Nachmittag unserer Befreiung gab es während unserer Arbeit einen großen Alarm. Wir mussten direkt in den Luftschutzkeller. Es kam zu einem schrecklichen Bombenangriff und die Flugabwehrgeschütze begannen von allen Seiten zu schießen. Ab und zu konnten wir nach draußen gehen. Die Stadt brannte, Scheinwerfer strahlten nach oben und mehrere Flugzeuge stürzten ab. Manchmal war es wie ein Feuerwerk in der Luft. Während der Nacht beruhigte es sich endlich. Am nächsten Morgen wurden wir von einem amerikanischen Soldaten mit einem Good Morning geweckt. Wir waren befreit. In dem Barackenlager, wo sie lebten, gab es ein großes Fest. Es wurde getanzt und gesungen mit den Amerikanern. Der Lagerführer und seine Mitarbeiter wurden verhaftet. Und eigentlich konnten sie dann tun, was sie wollten. Als erstes gingen sie in eine Kaserne in der Nähe, die von den Deutschen verlassen wurde. Und sie haben da einen großen Vorrat von Stiefel, Kleidung, Lebensmittel gefunden. Und sie nahmen so viel wie möglich mit ins Lager. Also die ersten Tage wurde gefeiert. Aber nach einigen Wochen wollten sie doch endlich auch mal wieder nach Hause. Es dauerte aber noch Monate, bis er auch wirklich wieder zu Hause war. Für uns ist das jetzt unvorstellbar, aber zu Hause wurde kaum über seine Zeit in Deutschland gesprochen. Er kam zurück, machte sich wieder an die Arbeit und das war's. Sogar seine Schwester sagte, nachdem sie das Buch über seine Zwangsarbeitszeit gelesen hatte, ich habe nie gewusst, dass Piet das alles durchgemacht hat. Das war im Jahre 2016, also 70 Jahre später. Zum Teil wird es am Zeitgeist gelegen haben. Was gewesen ist, ist gewesen und das Leben, das geht weiter. Aber zum Teil ist es vielleicht auch Scham gewesen. Oft wurde ja die ehemalige Zwangsarbeiter die kalte Schulter gezeigt, weil sie hatten ja für den Feind gearbeitet. Wir wissen nicht genau, wie das für unser Vater war, nicht erzählen zu können über was er erlebt hat. Es muss für ihn doch schwer gewesen sein. Er hat viel Elend miterlebt. Die Arbeit in der Fabrik war ungesund und gefährlich. Das Essen wurde im Laufe des Krieges immer schlechter. Er hat gesehen, dass Gefangene misshandelt oder getötet wurden. Er hat Kameraden verloren durch Unfälle oder Krankheit. Er hat viele Bombardemente erlebt. Und er hat gesehen, wie die Stadt Hannover zerstört wurde. Und das alles als 19-, 20-jähriger Junge. Das ist doch eine wichtige Phase im Leben.
Er hat mal erzählt, dass es für ihn nicht einfach war, sein Leben wieder aufzunehmen. Er war wenig zu Hause, viel draußen und fand es schwierig, sich wieder an den Alltag in der Familie zu gewöhnen. Was für uns ganz besonders war, dass er nach seiner Rückkehr fast keinen Kontakt zu seinen alten Freunden mehr hatte. Während des Krieges hat er sehr viel mit ihnen geschrieben, aber nach seiner Rückkehr hat er sie kaum noch gesehen. Und warum das war? Das Leben zu Hause hatte sich mehr oder weniger normal fortgesetzt und das war etwas ganz anderes, wie sein Leben die letzten Jahre war. Vielleicht verstanden sie sich nicht mehr oder vielleicht konnte er seine Erfahrungen nicht mit ihnen teilen. Wir wissen das aber nicht genau. Was er auch gesagt hat, ist, dass er sehr früh gelernt hat, selbstständig zu sein und selbst seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Was hat dann die Zwangsarbeit meines Vaters für uns, seine Kinder, bedeutet? Früher nicht ganz viel, weil ja nicht darüber gesprochen wurde und wir wussten auch nichts davon. Ich erinnere mich, dass wir in der Schule über den Zweiten Weltkrieg gesprochen haben und dass ich zu Hause meinen Vater gefragt habe, was hast du eigentlich gemacht während des Krieges? Und er hatte geantwortet, ich habe in Deutschland gearbeitet. Und ich habe das gar nicht verstanden. Ich wusste ja nichts von Zwangsarbeit oder Arbeitseinsatz und so. Ich habe nichts weiteres gefragt und er hat es auch nicht weiter erklärt. Aber ich erinnere mich, dass ich mich ein bisschen enttäuscht fühlte oder vielleicht hatte ich mich auch ein bisschen geschämt. Aber das bin ich eigentlich auch sofort wieder vergessen. Also mein Vater hat früher eigentlich nicht über seine Zeit in Deutschland als Zwangsarbeiter gesprochen. Das hat sich erst geändert in 2011, als wir mit ihm nach Hannover gefahren sind. Er möchte gerne nochmal die Stadt wiedersehen und mal sehen, ob er noch etwas erkannte und sehen, wie die Stadt wieder aufgebaut wurde nach die vielen Bombardemente. Dort hat er erst viel über seine Zeit in Deutschland erzählt und das war für uns auch die Anregung, sein Tagebuch zu veröffentlichen. Die letzten 10 Jahre aber hat seine Zwangsarbeit eine wichtige Rolle in unserem Leben gespielt. Wir, seine Kinder, haben gemeinsam mit ihm seine Geschichte bearbeitet und einem breiteren Publikum bekannt gemacht. Das war nicht nur für ihn, aber auch für uns sehr wichtig, denn erst dann ist uns wirklich klar geworden, unter welche Umstände unser Vater damals leben musste. Persönlich bin ich ganz stolz auf meinen Vater, dass er das alles so gut überstanden hat. Und ich denke oft darüber nach, wie es mir in seiner Situation ergangen wäre. Er hat uns auch gelernt, dass die Dinge manchmal nuancierter sind, als auf den ersten Blick scheint. So sagt er in seinem Tagebuch, dass er die Deutschen nie gehasst hat, weil er auch viele gute Deutschen kennengelernt hatte und auch gesehen hat, wie sie auch im Krieg gelitten haben. Dass er das sagen konnte und uns das mitgegeben hat, ist für uns etwas sehr Wertvolles. Auch heutzutage ist die Zwangsarbeit meines Vaters noch ein Thema, das oft zurückkommt. Noch regelmäßig fragen Verwandte von ehemaligen Zwangsarbeitern uns um weitere Auskünfte über das Leben in einem Zwangsarbeitslager.
Also, dieses Jahr feiern wir 75 Jahre Kriegsende. Die persönlichen Geschichten der Zwangsarbeiter interessieren auch jetzt noch nicht nur unsere Generation, aber auch Jugendliche. Wir können von dieser Geschichte erfahren, was Krieg mit Leuten macht. Und hoffentlich ist das auch eine Inspiration, nach einem friedvollen Welt zu streben. Darum finde ich es noch immer wichtig, dass auch gerade jetzt die Geschichte der Zwangsarbeiter erzählt wird.